Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Evi, und heute zeige ich euch, wie ihr einen Werwolf zeichnen könnt. Nehmt euch ein Blatt Papier und ein paar Stifte zur Hand und schon kann es losgehen. Ich beginne mit einem dünnen schwarzen Filzstift in der oberen Hälfte des Blattes und zeichne dort erstmal die Kopfform hin. Diese zeichne ich mit gewellten Linien, einmal so, dass ich komplett rundherum zu einem Oval komme. Die Rundungen, die hierbei entstehen, können ruhig unterschiedlich groß sein. Dort hinein werden wir anschließend sein Gesicht zeichnen. Wir beginnen auch dabei direkt mit der Nase. Diese zeichnen wir genau in die Mitte, mit einem Dreieck, welches an den Ecken etwas abgerundet ist. Von der Spitze, die hier nach unten zeigt, zeichne ich erstmal einen kleinen Strich nach unten. Direkt an die untere Seite angrenzend zeichne ich jetzt noch einen Bogen für einen lachenden Mund. An das obere Ende von dem Mund zeichnen wir jetzt noch zwei spitze Zähne. Einmal auf die linke Seite und dann nochmal auf die rechte Seite. Dann geht es weiter mit den Augen. Hierfür zeichne ich einfach einmal auf die linke und auf die rechte Seite jeweils ein Oval über die Nase. In die Mitte davon zeichne ich jetzt jeweils noch einen etwas kleineren Kreis für die Pupille hinein. Dann zeichnet ihr leicht nach oben hin noch einen etwas kleineren Kreis hinein, den wir im Anschluss weiß lassen für die Lichtreflexion. Den Rest des Auges könnt ihr, wenn ihr möchtet, auch schon direkt mit dem schwarzen Stift ausmalen. Über den Augen geht es jetzt weiter. Dort zeichne ich jeweils einen kleinen Bogen hin, um so die Augenbrauen mit darzustellen. Diese werden jetzt natürlich auch etwas buschiger. Dafür zeichne ich direkt oben drüber einfach eine leicht gezackte Linie. Und das auf beiden Seiten. So werden diese optisch größer und passen besser zur Gestalt des Werwolfs. Als nächstes mache ich weiter mit den großen Ohren des Werwolfs. Dafür zeichne ich auf die linke Seite erstmal zwei leichte Bögen, die sich nach oben hin zu einer Spitze treffen. Eine ähnliche Form zeichne ich im Anschluss nochmal ungefähr auf gleicher Höhe auf die rechte Seite. Als nächstes vervollständigen wir noch seinen Kopf. Zwischen seine beiden Ohren, direkt hier in die Lücke, zeichnen wir jetzt wieder ein paar einzelne Zacken für sein Fell. Diese können natürlich unterschiedlich groß sein. In so einem Zackenmuster gehen wir nun von seinen Ohren aus, wieder nach unten, entlang seines Gesichtes bis nach oben zur anderen Seite. So entsteht dann ganz einfach der Kopf des Werwolfs. Für das Innere der Ohren gehen wir nun wieder nach oben und zeichnen dort eine leicht geknickte Linie direkt an das Innere des Ohres dran. Das Ganze könnt ihr wieder auf beiden Seiten machen. Gut gemacht, der Kopf ist erstmal fertig. Nun zeichnen wir seinen Oberkörper. Dafür zeichne ich erstmal zwei leicht gebogene Linien von dem unteren Teil seines Kopfes nach unten. Versucht hierbei an der unteren Seite ungefähr auf gleicher Höhe zu enden. Die beiden leicht gebogenen Linien können wir jetzt mit einem Strich an der unteren Seite miteinander verbinden. Als nächstes geht es weiter mit seinen Ärmeln. Dafür beginne ich an der linken Seite und zeichne einen leichten Strich nach unten und anschließend wieder zum Körper hin zurück, sodass hier eine kleine Ecke entsteht. Direkt an die untere Seite des Ärmels angrenzend zeichne ich jetzt erstmal eine gezackte Linie, um hier unten dran noch das Fell darzustellen. Von da aus zeichne ich mit zwei Bögen wieder zurück zum Körper und anschließend wieder in einer leicht gezackten Linie nach oben zum Ärmel hin. Direkt an diese Form können wir jetzt die einzelnen Finger des Werwolfs zeichnen. An der oberen Seite beginne ich erstmal mit zwei kleinen Bögen.
An die hier entstandene offene Stelle zeichne ich jetzt eine kleine Rundung, die nach vorne hin spitz zuläuft, für den Nagel. Für den zweiten Finger gehe ich an die eine Rundung des eben gezeichneten Bogens und zeichne auch hier erstmal wieder zwei kleine Bögen für den Finger dran. An das vordere Ende ergänzt sich jetzt wieder einen mandelförmigen Nagel. Das gleiche mache ich nochmal auf der nächsten Rundung. Hier wieder die zwei Bögen nach unten für den Finger und anschließend wieder den Nagel dran. Das Ganze mache ich jetzt auch noch zur inneren Seite hin. Hier wieder die zwei Bögen und im Anschluss der Nagel. Wenn ihr das geschafft habt, gehen wir weiter auf die rechte Seite. Dort beginne ich erstmal wieder mit dem Ärmel. Dann zeichne ich an der inneren Seite erstmal wieder eine leicht gezackte Linie nach unten. Direkt daran angrenzend zeichne ich nach oben hin wieder die zwei Bögen. Und zum Schluss gehe ich hier an der äußeren Seite wieder mit einer gezackten Linie nach oben. In die hier entstandenen Lücken können wir als nächstes wieder die Finger hinzufügen. Wir beginnen diesmal unten bei den Rundungen und zeichnen wieder zwei kleine Bögen nach unten und im Anschluss daran noch die einzelnen Fingernägel. Als nächstes ergänzen wir noch einen Finger an der äußeren Seite und dann noch einmal an der inneren Seite. Falls an der inneren Seite kein Platz mehr ist, den Nagel hinzuzufügen, dann lasst ihr ihn ganz einfach weg, so wie ich es auch gemacht habe. Als nächstes geht es weiter mit der unteren Seite seines Körpers. Hierfür zeichne ich erstmal an der linken Seite einen schrägen Strich nach unten und dann nochmal einen auf der rechten Seite. Als nächstes gehe ich in die Mitte und zeichne dort einen Bogen hin, um so das Innere der Hose darzustellen. Von dem äußeren Strich bis zu dem Bogen zeichne ich jetzt jeweils eine gezackte Linie, um so das ausgepflanzte Hosenbein darzustellen. Das mache ich einmal zur linken Seite hin und dann noch einmal zur rechten Seite hin, um die Hose zu vervollständigen. Weiter geht es mit den Beinen. An der linken Seite beginne ich erstmal vom Inneren aus eine gebogene Linie nach unten hin zu zeichnen. An der äußeren Seite zeichne ich jetzt erstmal eine gezackte Linie leicht nach unten, ungefähr bis auf halbe Höhe und gehe im Anschluss in einem kleinen Bogen wieder nach unten, zu der Höhe, wie wir den eben gezeichneten Bogen gemalt haben. Das Ganze verbinde ich an der unteren Seite mit einer gezackten Linie miteinander, um so wieder das Fellmuster optisch darzustellen. Von der inneren Seite aus zeichne ich als nächstes einen kleinen Bogen nach unten, um so die Ferse des Fußes darzustellen. Dann gehe ich wieder an die linke äußere Seite und zeichne auch hier einen leichten Bogen nach außen. Direkt unten daran angrenzend zeichne ich nochmal einen Bogen, an dessen Vorderseite ich wieder so einen kleinen Nagel hinzufüge. Von hier aus ergänze ich zur vorderen Seite noch einen weiteren Bogen, an dessen Vorderseite ich wieder einen Nagel dran zeichne. Dann werde ich nach außen hin wieder etwas kleiner und zeichne hier einen kleineren Bogen mit einem kleineren Nagel dran. Den Fuß vervollständige ich nun, indem ich an der unteren Seite einfach eine gerade Linie hinzeichne. Damit wäre der erste Fuß geschafft. Weiter geht es jetzt auf der rechten Seite. Hierfür zeichne ich an der inneren Seite erstmal wieder einen Bogen nach unten. An der äußeren Seite ergänze ich dann erstmal wieder eine gezackte Linie ungefähr bis zur Hälfte nach unten und im Anschluss daran noch einen kleinen Bogen. Das untere Ende verbinde ich auf dieser Höhe dann wieder mit einer gezackten Linie für die Felloptik. Und an der inneren Seite ergänze ich den kleinen Bogen für die Ferse des Fußes.
Zur rechten äußeren Seite hin zeichne ich jetzt wieder einen kleinen Bogen, der nach außen hin zeigt, und ergänze daran noch einen weiteren Bogen hin nach unten. An dieses vordere Ende könnt ihr wieder den kleinen Nagel zeichnen. Dann zeichne ich wieder auf die äußere Seite einen kleinen Bogen mit einem Nagel und auch daran wieder einen etwas kleineren Zeh und einen kleineren Nagel. Um nun auch diesen Fuß zu vervollständigen, zeichne ich an die untere Seite einfach wieder eine gerade Linie, um das Ganze zu vervollständigen. Super gemacht, wir haben es fast geschafft. Als nächstes gehen wir wieder nach oben zu seinem T-Shirt und fügen dort noch ein Streifenmuster hinzu. Hierfür zeichne ich einfach ein paar gerade Linien in das T-Shirt hinein. Die Abstände zu den Linien versuche ich dabei immer ungefähr gleich zu halten. Passt an der oberen Seite ein bisschen darauf auf, dass ihr nicht in den Kopf oder in das Fell hineinzeichnet. Die Streifen von seinem T-Shirt könnt ihr jetzt natürlich auch direkt an den Ärmeln ergänzen. Achtet hierbei nur weiter darauf, dass diese ein bisschen schräg sind. Gut gemacht! Und wenn ihr das geschafft habt, dann können wir das Bild jetzt ausmalen. Ihr könnt dafür natürlich die Stifte verwenden, die ihr bereits zu Hause habt. Wenn ihr jedoch die Stifte nehmen wollt, die ich in diesem Video verwende, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich werde das Video jetzt vorspulen, das heißt, das Ausmalen wird bei mir ganz schnell gehen. Ihr könnt am Ende davon auf Pause drücken und sehen, wie ich meinen Werwolf ausgemalt habe. Also, auf die Stifte, fertig, los! So, und das war's auch schon. Mein Werwolf ist jetzt fertig ausgemalt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachzeichnen und bis zum nächsten Mal!